Und willkommen zurück bei Let's Play Project Zomboid. Mitten in der Nacht. Um 20 Uhr. Ist nämlich hier schon Nacht. Und ja, letztes Mal sind wir gestartet mit Mr. Nanius Howard. Mal wieder. Der sich auch sofort seines T-Shirts entledigt hat. Das kennen wir ja auch schon. Und ja, wir stecken hier. Ei, Karamba. Sozusagen erstmal fest. Zumindest über Nacht. Was haben wir gemacht? Eigentlich noch nicht viel. Eigentlich noch nicht viel. Favorisierte Waffe, bloße Hände. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ich würde gerne schlafen, aber wenn ich jetzt schon schlafen gehe, um 8:30 Uhr, sind wir wieder so früh wach morgens. Und ja, das Problem kennt man ja. Wie im echten Leben. Wenn man abends um 9 sich hinlegt, ist man, was weiß ich, um 4 Uhr nachts schon wieder wach und ist topfit. Aber was wir jetzt gerade mal ausprobieren ist, kann ich so einen Rock anziehen? Würde mich mal gerade interessieren. Nur so rein Interesse halber. Okay, der Rock wird zur Hose. Mein Gott, wäre ich jetzt so ein Gender-Typ oder super Feminist, würde ich sagen, was? Der Rock wird zur Hose? Sexismus gehört verboten. Ein Rock, der zur Hose wird. Wenn ich. Und was ist, wenn ich jetzt ein Transvestit bin, der diesen Rock eben anziehen will? Werde ich gezwungen, ihn als Hose zu tragen. Mein Gott. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Huch. Nein! Lakenseil, wie ich denn im Lakenseil? Ich wollte doch einfach nur meine Hose wieder haben. Meine Hose ist weg. Ah, hier ist sie. Und draußen klopft einer an der Tür. Wir lassen ihn mal rein. Hallo! Guten Tag, komm rein. Komm rein, bitte. Wenn ich da schlage, dann gibt's einen riesen Krawall und deine Kollegen kommen alle, aber er hält sich da noch schön zurück. Ich wollte nur gerade gucken, kann ich die Helligkeit so ein Stück heller machen? Nee, kann ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich Absicht auch. Das wird bei euch wieder saudunkel sein, aber bitte diesmal nicht meckern. Das ist das Spiel, das muss so sein. Jetzt könnten wir zum Beispiel das Licht noch anmachen, denn wir haben noch Elektrizität, die wahrscheinlich auch nach ein paar Tagen ausfällt. Aber ob das so gut ist, ist natürlich die andere Frage. Ach, und jetzt stehen wir hier rum und jetzt hätte ich ja gerne ein Buch gehabt, ne? Damit wir wenigstens irgendwas lernen können. Lese leeres Notizbuch. Na, herzlichen Glückwunsch. Das muss ja super spannend sein, ein leeres Notizbuch zu lesen. Mein Jott. Und ich habe immer noch nicht verstanden, warum er jetzt einmal so langsam läuft und dann wieder schnell. Also es ist. Das gehört. Hier hat jemand ganz laut geschrien. Und wir sind immer noch nicht müde um 10 nach 10. Mein Gott, das ist echt. Was ist hier nur los? Sonst war Mr. Ninius Howard immer einer, der sofort um 10 in der Kiste liegen musste, weil er nicht mehr konnte. Aber jetzt. Warte mal, die ganzen Waffen hatten wir ja stumpfe Waffe. Genau, mit stumpfer Waffe ist er natürlich ganz gut. Dann sollten wir die einfach weiter behalten und halt eben, ja, dann irgendwann wieder auf unseren Baseballschläger umsteigen. Zwischenzeitlich können wir dann aber auch mal eine Schusswaffe benutzen. Denn die wird uns mit Sicherheit auch ganz gute Dienste leisten. Und ich treffe hier so schlecht.
Stirb! Da drüben wollen sie rein, hier bei uns wollen sie auch rein, das geht ja gar nicht. Leg dich mal hin. So, Brieftasche, okay, brauchen wir nicht. Was wollte ich erzählen? Ja, wir wollten eigentlich ja auch irgendwann Project Zomboid mal im Let's Play Together machen, der iKantor und ich. Aber das hat nie so wirklich funktioniert, also mit dem ganzen Server- und Router-Gedöns, ihr wisst, was ich meine. Ich hatte da ja immer schöne Probleme. Und deshalb mache ich das einfach jetzt als Singleplayer hier so ein bisschen wieder. Denn wir hatten ja eigentlich immer recht viel Spaß hierbei. Und ich war mit der zweiten Staffel ja auch nie wirklich zufrieden, weil die halt echt nur über 7 Folgen oder 8 Folgen ging. Und die letzten Folgen musste ich ja leider, vielmehr die konnte ich leider nicht raushauen, weil die so asynchron waren. Da wollten wir ja eigentlich noch zum Einkaufszentrum und so weiter und so fort. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Und ja, aber das konnte ich nicht raushauen. Tut mir auch heute immer noch leid. Und deshalb machen wir einfach eine dritte Staffel und am Ende dieser Staffel, ich verspreche es, werden wir im Einkaufszentrum sein. Und wahrscheinlich jetzt 20 Folgen später werde ich hier sitzen. Ich kann mein Versprechen nicht halten, weil alles asynchron ist. Nee, keine Sorge. Ich denke mal, dieses Mal wird es funktionieren. Ich nehme jetzt hier so 2, 3 Folgen hintereinander auf und dann gucke ich. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann weiß ich auch nicht, was ich mache. Ich glaube, dann gehe ich nach Hause. Aber jetzt schlafen wir erstmal. Ach was, das ist neu. Ach cool. Okay. Ich wundere mich schon, warum er nicht müde wird, ne? Wir schlafen mal 7 Stunden, das sollte schicken. Ach, cool. Okay, das ist neu. Das ist echt neu. Haben wir dann hier irgendwo angezeigt, wie müde wir sind? Natürlich nicht, ne? Okay. Hunger haben wir. Wir essen Torte und natürlich den Speck essen wir nicht. Okay, wir haben immer noch Hunger. Scheiße. Ja, wir essen noch. Okay. Wir essen noch. So. Okay. Himmelsinne. Ich wollte da drüben eigentlich mal rein. Und dann einfach hier so die Häuserreihe ein bisschen abgehen. Da sind Zombies drinne. Die Kollegen, die wir gestern Abend da gesehen haben. Und man muss jetzt darauf achten, das Nudelholz, das hält ordentlich was aus. Also das geht nicht so schnell kaputt. Das ist ganz cool. So, den sehen wir jetzt nicht, aber ich bin mir sicher, dass da, genau, eben einer drin ist. Ja, toll. Scheiße. Wenn der Typ nicht hier bald... Okay. Ja. Das war knapp. Das war richtig knapp. Das war eine richtig knappe Kiste. Komm, geh auf. Fuck off. Leise verhalten. Und weißt du, das ist jetzt natürlich komisch gewesen. Wir sind, oh, wir sind verwundet. Scheiße. Gekratzt, blutend. Ach nett, das ist jetzt so gemacht hier wie bei Neo Scavenger, ne? Interessant. Nee, was wollte ich sagen? Warte mal, wir gucken erstmal kurz im Bad, ob wir nicht hier irgendwo so... Desinfektionsmittel haben oder sowas. Ich glaube, es sieht schlecht aus. Nee. Wir müssen das einfach so verbinden.
Schmerzmittel haben wir leider auch nicht. Ach was, das ist ja, ja cool. Das ist echt so, so ähnlich jetzt wie bei Neo Scavenger gemacht. Cool. Nee, was ich jetzt blöd fand, war, wir sind da reingegangen und der Alarm geht los, aber wenn der Zombie da reinstürzt, geht natürlich der Alarm nicht los. Das ist so ein bisschen... Weiß ich nicht. Okay, der Baseballschläger ist eindeutig besser. Der ist eindeutig besser als dieses Ding. So, wir hätten einen Fertigkeitspunkt anzubieten. Aber wir können ihn nicht verwenden. Wir brauchen unbedingt... Cortland Medical, das klingt doch ganz nützlich. Das klingt doch ganz gut. Wir bräuchten eh ein paar Schmerzmittel. Das ist hoffentlich nur er. Okay. Ich schaue hier hinein und da befindet sich nur die Dame hier in meinem Sichtfeld. Jawohl. Och, ein Ehering. Tragisch. Ah, hier war noch einer. Oh. Jawohl. Hier muss man halt immer aufpassen, dass man nicht die Fenster mit zerkloppt. Denn die locken ganz schnell Zombies an. Klingt logisch. Ui! Nee, echt merkwürdig. Jetzt auf einmal ist das so schnell und dann draußen läuft das Ganze so langsam. Das ist echt merkwürdig. Ich muss mir das noch angucken. Genauer angucken. Bandage, Alkoholtupfer. Ach, cool. Flasche mit Desinfektionsmittel, das kann man immer gebrauchen. Vitamine sind an sich auch nicht schlecht. Chirurgische Nadel zum Nähen oder was. Beta-Blocker sind gut gegen die Panikattacken. Pff, echt cool. So, die Stofffetzen legen wir dann alle mal darüber und nehmen dafür die Bandagen. Und außerdem, ich sehe schon, unser Inventar ist bald voll. Schmerzpillen, cool. Die fahren wir uns gerade mal rein. Gut, und jetzt wäre es natürlich nett... Wenn wir doch irgendwie... Warte mal, kann ich die... Die Vitamine kann man eigentlich auch mal reinschmeißen. Reduzieren deine Müdigkeit, okay. Das war dann natürlich... Lakenseil brauchen wir nicht. Gerade zumindest nicht. So, das kann ich jetzt... Ach, was... Das kann ich jetzt nutzen, um die Bandagen zu desinfizieren, okay. Cool. Und dann hätten wir sterile Bandagen, okay. Das ist natürlich echt praktisch. Haben wir noch mehr? Nee, ne? Sterile Bandagen sind natürlich gut, weil ich denke, wenn wir jetzt... Ach, krass. Ach, wie krass. Ja gut, dann können wir nochmal ein paar Schmerzmittelchen einschmeißen. Die gehen natürlich jetzt... Doch, sie gehen weg. Und die Bandagen nehmen wir auch. Davon kann man ja immer nie genug haben, denke ich. So, und dann legen wir das einfach weg.
Und dann hätten wir nämlich hier schön 5 sterile Bandagen. Das müsste ja eigentlich genügen. Schlaftabletten. So viele Pillen jetzt dabei, ey. Warte mal, kann ich die einfach so da reinziehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich rüste das mal sekundär aus und guck mal, wie sich das auswirkt. Jetzt kann ich das nämlich... dort rein tun. Spart natürlich... ja, doch, spart an Gewicht. Da nehmen wir gerade mal welche ein von. Packen die ebenfalls da rein. Und die Nägel packen wir auch rein, falls das noch passt. Die Vitamine auch. Dann muss man das halt immer ausrüsten. Das ist der Nachteil bei halt eben solchen Taschen. So, und die kann ich dann jetzt einfach wieder, wenn ich jetzt... so, ausziehen, ablegen. Wenn ich das jetzt ausziehe, ablege, dann... okay, behält er es trotzdem im Inventar. Das ist natürlich gut. Okay. Jetzt haben wir wieder Schmerzen. Mein Gott, das wird wahrscheinlich so schnell auch nicht weggehen, ne? Naja, müssen wir jetzt durch. Müssen wir jetzt verdreckte Bandage. Kann ich die abziehen? Bandage entfernen, Richter. Okay, die kann ich abziehen. Gekratzt, blutend. So, da ziehe ich jetzt dann mal eine sterile Bandage drauf. Schmutziger Stofffetzen, den lassen wir fallen. Ach, den kann man säubern dann mit Wasser. Ach, das ist ja interessant. Also, es sind schon echt coole Dinge dazugekommen, muss man gerade sagen. Einfach, das ist einfach so. Das war jetzt natürlich blöd. Da wir ja nicht aus dem Klo trinken sollen. So, da drüben. Ach, cool. Da gibt's Happa Happa. Ist das ein Diner? Nee, das ist eine Tanke. Und hier sind keine Zombies in der Nähe. Was ist hier los? Ist das eine Tanke? Oder ist das einfach ein Haus? Nee, das ist ein Diner, ne? Oder einfach nur ein Laden? Fenster einschlagen, öffne Fenster. Kann ich die so öffnen? Wäre ja auch zu einfach gewesen. Das muss ich wahrscheinlich einschlagen und das... ui! Hui! Nee, warte mal. Die Türen konnte man ja auch einschlagen, warte, oder? Müsste mit einem Nudelholz natürlich länger dauern, aber eigentlich gut, das macht total Sinn. Wir schlagen einfach hier vorne die Scheibe ein. So, und jetzt fix. Jetzt fix, fix, fix. Das Essen geschnappt oder vielmehr reingeschnabuliert in den Hals. Das auch. Alles reingefahren.
Die Dinger sind natürlich jetzt so, dass die ablaufen. Da draußen fährt gerade ein Moped lang, habe ich gehört. Frechheit. Weil gleich könnte es passieren, jawohl, die laufen, obwohl sie haben es nicht gehört. Die haben es nicht gehört. Orangen, Limo, Aubergine. Lutscher, Orangenlimonade, Pfeffer, Chips. Die Chips und so, die nehme ich immer ganz gerne mit, weil die halt eben ewig lange haltbar sind. Deshalb sacke ich die immer ein. Ach krass. Ach, wie krass ist das bitte? Okay. Okay. Das könnte man jetzt alles mal so ein bisschen mitnehmen, falls wir jetzt gleich irgendwo noch schlafen müssen eine Nacht. Ist das natürlich eigentlich nicht schlecht. Dann haben wir so einen kleinen Vorrat. Okay, und hier hat uns echt keiner gehört. Das ist cool. So, wir versuchen mal da drüben. War doch ein Haus. Versuchen wir mal da hinzukommen. Okay, es funktioniert. Und dieses Project Zomboid-Feeling, das ist wirklich unglaublich gut. Also, das Spiel ist einfach was Besonderes. Das muss man sagen. Auch wenn es komisch läuft gerade. Zumindest was unsere Bewegungen angeht. So, das geht auf. Schließe Fenster um. Wir haben letztes Mal die Laken vergessen. Na, egal. Vielleicht bleiben wir jetzt auch gar nicht hier. Kühlschrank. Ach, krass. Da haben wir auch noch so viel Zeug. Ach, ach, wie übel. Konserve mit gepökeltem Rindfleisch. Das ist auch praktisch. Hier gibt's eine Menge Konserven und Schokolade und was weiß ich. Ach, und wir haben keinen Rucksack, ey. Scheiße. Hier gibt's so viel Zeug. Wir essen mal alles hier. Wir essen das jetzt einfach alles auf. Heilungs- und Stärke-Boost, das kann... Ja, genau, das brauchen wir auch. Obwohl, wahrscheinlich sind wir schon geheilt. Denn er hat ja keine Schmerzen mehr. Jawohl, wir sind... Oder, wenn ich das jetzt... abnehme. Ist es da natürlich wieder gekratzt und blutend. Das ist... Mann! Scheiße! Und Schmerzen hat er auch wieder. So. Wir lassen das jetzt einfach so lange drauf, bis uns irgendwas sagt, dass wir wieder geheilt sind. Und, 16:10 Uhr. Ich würde sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter, Leute. Bis dann, ciao!